Ey, kennst du diese Videos, wo Leute so im Supermarkt stehen und so einzelne Lebensmittel so richtig schlecht machen? So, oh mein Gott, das würde ich nie essen. Das wäre echt meistens Schwachsinn, aber bei Thunfisch würde ich es tatsächlich sehr, sehr selten machen. Wir haben das sogar mal durchgerechnet, lese es dir vor. Thunfisch enthält nämlich relativ viel Methylquecksilber und für eine normale Person bist du schon bei 1,5 Dosen pro Woche an der Grenze von dem, was tolerierbar ist. Und das kann sich halt dann negativ auf dein Nervensystem und so weiter auswirken. Auch Schwangere sollten Thunfisch nicht so häufig essen. Braucht jetzt auch nicht irgendwie mega krass davor Angst haben. Wenn man mal irgendwie eine Thunfischpizza oder so isst, kann man das schon machen. Aber ich würde jetzt vielleicht nicht irgendwie in der Woche 3-4 Mal Thunfischsoße essen.